Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Schiffssimulator. Die Seenotretter. Tag in Hasenbeeren, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Schiffssimulator, die Seenotretter. Und die Folge zuvor hatte ich das Problem, ich konnte mich nicht bewegen, ich war querschnittgelähmt, meine Beine, die eigentlich, ja, ich habe ja gar keine Beine, kein Wunder, dass ich nicht laufen konnte. Ich war zwischenzeitlich kurz bei Jesus und der hat mich Wunder geheilt, jetzt pass auf. Ich kann wieder gehen! Ich kann wieder gehen! Ich habe bis zu der Stelle nochmal gespielt, komplett neu gestartet. Es war wohl ein Programmfehler, ich vermute, ja. Ihr müsst ja bedenken, das ist eine Beta, das ist ja noch nicht fertig, das kommt ja erst am 2. Juli, das Spiel. Ich vermute, es lag daran, dass ich mich irgendwie da hingesetzt habe und das hat er nicht gerafft. Ja, da bin ich da nicht mehr weggekommen. Ich konnte mich relativ schnell da wieder hinspielen. In den Ego-Modus um. So, bist du blind? Ich bin im Ego-Modus, du Spacko! Ich vermute, das war das Problem. Jetzt kann ich jedenfalls mich wieder bewegen. Und, genau, und jetzt muss ich die rechte Maustaste drücken, um hier das Seil zu kriegen. Und jetzt kann ich darüber werfen und dann wird bestimmt alles gut. Du hast beliebig viele Versuche. So, pass auf, Baby. Hast du die Yacht getroffen, musst du das andere Ende des Seils. Ja, das war nicht so genau. Wieder befestigen. Und denk das dran, Problem war ja. Wenn du zu weit weg bist, musst Moment mal, ich muss wahrscheinlich runter, ne? An das Segelschiff heranmanövrieren. Genau, weil ich muss ja erst treffen mit dem Seil und dann muss ich das an die Poller. Ach toll, nicht in Reichweite. Okay, aber jetzt hier schon, ne? Moment. Ich bin ein bisschen fett, deswegen komme ich hier jetzt nicht so einfach durch. So, jetzt, das muss doch reichen, ey. So nah war ich doch beim letzten Mal gar nicht dran. Muss ich jetzt dann doch nochmal korrigieren, was? Alles klar, wir müssen korrigieren. Jetzt müsste es gehen, oder? Komm. Nee, jetzt komme ich eher weiter weg. Ja, dann fahren wir halt nochmal außen rum, ist ja kein Problem. So, dann fahren wir noch ein bisschen vor. Ach so, ich muss rückwärts fahren. Ich hab's begriffen, okay. Ich war etwas, dachte ich, da vorne wäre vorne, dabei ist da vorne hinten. So. Mensch, Jesus ist echt eine tolle Type, das muss ich schon mal sagen, ey. Der macht da hier die Wunderheilung. Und bums, Fallera, kann ich mich wieder bewegen. So. Und jetzt muss ich das an den Poller und jetzt geht das auch. Jetzt komme ich da auch hin. Toll gemacht, Junge. Ja. Ich mache gleich die Leine fest und komme wieder rüber. Genau, komm, zieh Leine. Pete, das steht völlig außer Frage. Du bist zum Seemann geboren. Ja. Einen besseren Rettungsmann wie dich könnte ich mir gar nicht wünschen. Los, lass uns das kranke Kind nach Hause bringen. Mit dem Steuern der Marvide bist du ohnehin bereits vertraut. Auf deiner Karte am unteren Bildschirmrand kannst du sehen, wo der Hafen von Helgoland ist. Folge einfach dem Pfeil am Außenrand der Karte. Zum einfachen Steuern kannst du wieder in die Orbiter-Kameraperspektive wechseln, wenn du möchtest. Das geht auch nicht. Die Tür. Ja, vielleicht muss ich jetzt. Vielleicht gehen die später mal auf. Jetzt muss ich erstmal zurück. Denn ich will zurück nach Helgoland. Auf geht's. Also man kann das Schiff rammen, das finde ich ein bisschen schade. Cooler fände ich es, wenn das dann auch beschädigt würde, ehrlich gesagt. Ihr wisst ja, ich mag es besonders schwierig, ja. Schwierige Spiele. So. Erstmal drehen, ne? Wir müssen da hier, da sieht er da links unten der Pfeil, ne? Das ist sogar für Papa Frenkel zu ersichtlich, dass er dann da hin muss. Oh, guck mal. Sonne. Okay, also das war ein Programmfehler, der ist vielleicht in der Verkaufssaison gar nicht mehr drin. Ich werde jetzt, die Entwickler gucken das vielleicht sogar, manchmal machen die das. Und dann sehen die das, dann machen die das vielleicht noch raus. Und wenn nicht, wisst ihr Bescheid, nicht du hinsetzen. Du solltest der Seenotleitung in Bremen Bescheid sagen, dass wir zurückkehren. Klicke dafür auf das Funkgerät am oberen Bildschirmrand. Ich brüll einfach mal. Wir kommen zurück, ey. Das da. Hier MRCC Bremen, was gibt's? Ach, nichts! Die Segeljacht singt. Sie singt. Was singt sie denn für ein Lied? Wartet mal, ich muss, glaube ich, hier drücken. Wir bringen den Havaristen nach Helgoland. Verstanden. Hermann Marvide bringt gerade den Havaristen nach P3. P3 ist die Bezeichnung für unseren Liegeplatz auf unserer Station. Gut gemacht, Pete. Wenn er denn nicht immer Pete sagen würde, ey. Der Name ist furchtbar, ey. Warum nicht gleich Horst? Ich finde die Sprachausgabe gelungen, von der Qualität der Sprecher her, aber ich finde, dass Horst irgendwie so ein bisschen zu alt klingt. Ne? Ich bin ja eigentlich ein Jungspund eigentlich, ne? Also nicht ich, sondern hier der Horst. Wir nennen ihn ab jetzt Horst, ganz einfach.
Vielleicht vertone ich es ja auch nach, dass immer an der Stelle immer Horst gesagt wird. Nee, das wäre zu aufwendig. Wir sind immer noch im Tutorial übrigens, ne? Also das ist alles noch nicht echtes Spiel. Wir sind immer noch im Mini-Let's Play Teil 3 und ihr müsst mir sagen, wie euch das gefällt, ob ihr mehr sehen wollt. Das Spiel hier, das konkurriert ein bisschen mit dem ADAC-Simulator, weil ich kann nicht alle Let's Plays, die ich momentan angefangen habe, weitermachen. Nur die, die am beliebtesten sind, kann ich weitermachen, ne? Ist klar. Da müsst ihr mir ein Zeichen geben. Los, lass uns das kranke Kind nach Hause bringen. Mit dem Steuern der Marvide bist du ohnehin bereits vertraut. Bravo! Ha! Das ist er. Das ist mein Junge. Ein Seenotretter, wie er im Buche steht. Ob Sturm uns bedroht hoch vom Norden, ob Heimweh im Herzen uns brennt, wir sind Kameraden geworden. Nicht Tod und Verderben uns trennt. Hahaha. Daran gibt es keinen Zweifel. Du bist mit Haut und Haar ein Seenotretter. Ich habe auch schon wieder eine Errungenschaft gehabt rechts Jonne unten. Jonne hatte recht. Wie immer. Es gab kein Zurück mehr. Ich wusste, dass ich genau das werden wollte. Ein Seenotretter. Ja. Bam. Einsatz erfolgreich. So schnell war ich in dem ersten Durchgang natürlich nicht. Ich habe das relativ schnell wieder da bis dahin gespielt, weil da musste man sich die Sprachausgabe nicht anhören, konnte man weiterklicken und so. Deswegen war das nicht so schlimm. Und jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's richtig los. Was ist Seabook eigentlich? Das ist wahrscheinlich so eine bisschen... nein. Entweder das ist das Handbuch, vielleicht ist das online. Oder es ist irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Nachschlagewerk für Seenotretterschiffe. Keine Ahnung, aber das wollen wir nicht, ne? Wir wollen jetzt richtig spielen. Und wir fangen hier, das ist das größere Schiff, ne? Aber das steht oben, Nordsee. Komm, wir gehen in die Nordsee. Ja, genau, die kenne ich schon. Was ist los? Kein Teich... kein Teich gleicht dem anderen. Also, kein Tag gleicht dem anderen. Böfo 8 und steigend, freie Fahrt. Ach so, das sind wahrscheinlich verschiedene Missionen. Ja, wir fangen einfach an mit, was ist los, ne? Das ist bestimmt im Watt oder sowas. Oh, das sind Szenarien, das heißt, das sind noch Untermissionen. Da ist einiges hier geboten anscheinend. Der Tonnenschubser verschluckt sich. Eine Motorjacht hat eine Tonne gerammt und macht Wasser. Was heißt das denn? Wahrscheinlich, es läuft Wasser ein. Womöglich gibt es auch Schiffbrüchige. Was sich wie ein Routineeinsatz anhört, könnte jedoch schnell zu einem größeren Rettungsszenario werden. Hauptsächliche Aktivitäten in diesem Einsatz: Bergung, Schleppen. Spiel starten. Ah, die Musik, die ist ja fast so Indiana Jones mäßig so. Yeah! Hier liegen flach der Klippen viel und ist für wahr kein Kinderspiel, bei dunkler Nacht zu stranden. Das wusste schon der olle Eckermann, mein guter Piet. Wenn du Seemann in Helgoland bleiben willst, dann musst du deine See in- und auswendig lernen. Sprüche und Weisheiten hatte er immer gerne auf den Lippen, der alte Jonne. Keiner kannte Helgolands See besser wie er. Und als er vor ein paar Jahren dann friedlich in seinem Häuschen auf Helgoland entschlummerte, entschied ich, seinen Platz einzunehmen. Ich wollte Helgoland kennenlernen. Seine See, seine Riffe, seine Gefahren. Helgoland. Diese weit in der deutschen Bucht liegende nördlichste deutsche Insel. 1100 Einwohner. Naturschutzgebiet. Ein Marine und ein Flughafen sowie das Verbot von Kraftfahrzeugen. Zwei Fußgängerampeln wegen der Flugzeuge. Helgoland. Das ist meine Insel. Hier bin ich Seenotretter. Erster Vormann der Hermann Marvide. Dem größten Seenotkreuzer der Welt. Unser Einsatzgebiet ist die Nordsee mit all ihren Schönheiten und Tücken. Wussten Sie zum Beispiel, dass sich der Wasserstand hier bei Flut um bis zu 4 Meter erhöhen kann? Dabei erreicht sie Geschwindigkeiten von bis zu 20 Stundenkilometern. Tatsächlich sind Ebbe und Flut auf der Marvide aber häufig unsere Freunde. Glauben Sie nicht? Ich kann mich an einen ganz bestimmten Tag erinnern. Wir hatten Hochwasser. Mein Maschinist Arndt Holgersen und Rettungsmann Jasper Strindberg räumen gerade das Frühstück weg, als der Funkspruch hereinkommt. Und eigentlich beginnt alles wie immer ganz harmlos. MRCC Bremen, hier spricht Hermann Marvide. Wir haben Meldung von einem Lotsen bekommen. Er hat beobachtet, wie eine Motorjacht die Tonne N3 gerammt hat. Wir vermuten, die Yacht macht Wasser. Könnt ihr nachsehen? Aber sicher doch.
Hermann Marwede ab P3. Auf euch ist Verlass. Jonne ist tot. Oh Mann. Jetzt will ich das mal ausprobieren. Da komme ich nicht rein hier, Mann. Verdammt. Dreck. Okay. Neues Ziel vorhanden. Dann gehen wir mal los, ne? Bei dem Spiel lernt man noch was. Habt ihr das mitbekommen? Hier, Helgoland und so. 1100 Einwohner, das wird ja wohl stimmen. Und zwei Fußgängerampeln wegen der Flugzeuge. Das ist wahrscheinlich für Frenkels gemacht, damit er nicht irgendwie mit Flugzeugen kollidiert. Der Frenkel schafft ja alles. Die Möwen, die Möwen. Er ist ganz nett gemacht, so richtig mit Story. Man hätte sehen müssen, wie Jonne stirbt. Das wäre geil gewesen. Ha? Da hätte man richtig Rotz und Wasser geheult. Sag mal, kann ich eigentlich auch da hinten raus? Nee, ne? Es geht nur da vorne raus. Okay, weil ich muss ganz woanders hin. Das seht ihr ja, ne? Ich fahre gerade entgegengesetzt des grünen Pfeils. Und irgendein Vollspack, ich würde tippen, er heißt Harald Frenkel, hat mit seinem Motorboot eine Tonne gerammt. Das kann nur dem Frenkel passieren. Sag mal, das H da, das ist ein Hubschrauberlandeplatz, oder? Brüller, ey. Brüller! Und noch was. Das ist der größte Seenotretter, Kreuzer, Schiff, Super, Tanker, weiß der Geier was, der Welt. Ha! Und ich darf ihn fahren. Okay, die Kameraperspektiven sind nicht alle nützlich, aber ganz nett. Das ist ganz schön hier, das gefällt mir. Das machen wir mal eine Zeit lang jetzt. Wahrscheinlich ramme ich gleich eine Tonne, aber... Puh! Ich bin ja nicht Harald Frenkel, ich bin ja Horst. Deswegen, alles bestens. Die erste Folge weiß ich jetzt schon, die kam ganz gut an. Mal gucken, wie es weiterläuft hier bei euch. Ich glaube, die Insel ist nicht 1:1 nachgestellt. Die schaut mir ein bisschen, hat mir ein bisschen klein ausgesehen. Ich war noch nie auf Helgoland, deswegen kein Plan. So, das hier ist übrigens Backbord. Habe ich gelernt. Das hier ist Steuerbord. Rechts ist Steuerbord. Rechts! Das ist auch schön. Komm, fahren wir mal so. Das sieht ein bisschen aus wie die amerikanische Flagge, aber das ist wahrscheinlich die Seenotretterflagge, vermute ich mal. Das war der erste Eindruck. Ich habe erst gedacht, huch, ein amerikanisches Boot, ganz am Anfang, aber stimmt ja gar nicht. So, links und rechts sind ja die Tonnen. Ich glaube, das sind die Tonnen. Das sind die ich wahrscheinlich ganz laienhaft als Bojen bezeichnet habe. Das sind in Wirklichkeit die Tonnen. Hat jetzt nichts damit zu tun mit Tine Wittler oder so. Das ist ja auch eine Tonne, aber das ist was anderes. Ihr versteht. Das sieht auch ganz nett aus hier, aber da sehe ich nichts. Das ist natürlich Oberbrüller. Das ist was für die Simulatoren-Fans wahrscheinlich. Ganz hardcore. Meine Fresse, ey. Ganz schön viele Perspektiven. Oh, das ist auch mal schön, aber nur ganz kurz, ne? Weil sonst, ihr wisst schon. Da ramme ich eine Tonne. Moment, ich will zurück. Dahin. Es hat auch einer schon in die Kommentare geschrieben, oh Mann, das Schiff, das lenkt sich viel zu einfach. In Wirklichkeit ist das viel schwieriger. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Das soll zwar ein Simulator sein, aber es ist immer so eine Gratwanderung zwischen Spielspaß und Realismus. Und mir ist das so lieber, ehrlich, weil es ist schwierig genug zu steuern. Für mich jedenfalls. Aber ich bin ja auch ein alter Mann. So, man fährt da relativ lange. Ich weiß gar nicht, ob ich da hier... Also diesen Auftrag werde ich in dieser Folge nicht mehr schaffen. Dann in der nächsten wieder. Kann man eigentlich speichern jetzt hier, oder... Okay, man muss eine Mission wahrscheinlich am Stück spielen. Ödel, 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 ödel. Ja, es ist auch soweit. Wir sind schon am Ende dieser Episode. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir ein Like da. Ganz wichtig, damit ich weiß, ob ich weitermachen muss. Ihr wisst Bescheid. Und kommt dann auch in Folge 4 nochmal. Das wäre toll. Ich bedanke mich erstmal an der Stelle fürs Zuschauen und sage bye bye!